Banrakan. Oh mein Gott. Bann als Also. nächstes Anivia. Kann sein, dass sie selber Kaiser bannen. Weil es ein OP-Pick ist. Okay. Hast du denn Trundle? Achso, ja, du könntest ihn ja ausspielen. Ja. Nevermind. Ja, ja, hab ich. Das wäre jetzt natürlich noch gewesen. Aber der Plan ging schon mal auf, dass sie Xerath bannen und nicht Aurelion fürs Erste. Oh, nice. Der Kha'Zix, nice. Oh. Kaiser. Die wissen nicht, ob dein Kha'Zix krank bin. Gut. Was soll ich bannen, Leute? Kaiser. 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 Also. So. Und der letzte Bann. Malzer, ein Vi, Malzer oder Aurelion? Ich tippe auf Vi. Kann schon sein. Was ist mein Second Pick Drama? Jetzt noch ein Thresh kommt. Nice. Geil. Alles klar. Okay, Trundle. Jo. Nice. Wollen wir jetzt erstmal unsere Botlane draften? Ja. Ja, können wir Kate auf jeden Fall picken. Die Morgana ist auch wieder oben. Wir werden Botlane draften, außer wenn die jetzt einen Midlaner picken, dann würde ich nicht darauf bestehen, dass wir meinen Midlane picken, weil die sonst die letzten beiden Bans wohl. Chin. Ja, okay. Hannes. Gegen Jhin, was würdest du da spielen? Kette. Ja, gut, perfekt. Oh, cool. Okay. Ja, ich gegen Jhin eigentlich gehen, gerne was Tankiges spielen. Ehrlich gesagt. Würde? Ja, was? Ich würde gegen Jhin gerne irgendwas Tankiges spielen. Okay. Sag nur an, ich pick's dir. No. Ich pick dir sogar Malphite, wenn du willst. Aber definiere Tanky. Gib mir mal Alistar. Ach, gegen Jhin meinst du? Ja, oder Bra ist Braum besser? Es kommt auf den Rest des Teams an. Aber ja, ich weiß nicht, ja. Braum ist schon ein geiler Pick, finde ich, aber musst du wissen. Ja, mit Braum kannst du disengagen. Wir haben nicht genug Games zusammengespielt, als dass du praktisch einen Solo-Initiator pickst. Das ja, okay. Ja, schief gehen. Und ihr habt keine. Und Braum ist safer auf der Lane. Ja. Synergy-wise. Außerdem ist Caitlyn Braum ziemlich sick. Ja. Stellt euch jetzt mal vor, Pleasure. Braum an. Okay, Leute, überlegt euch, was könnten wir jetzt als nächstes bannen? Was die nicht picken. Die entweder haben Top Kane oder geht, Mitte. Kane geht wahrscheinlich Jungle. So, das heißt, die haben Jungler, die haben ADC. Wenn die jetzt keinen Support picken, würde ich sowas wie Janna bannen. Ja. Okay, die haben Morgana. Oh Gott, okay. Jetzt kommt die Bans. Dann lass Fizz bannen. Wollt ihr Fizz Lux bannen und ihn komplett offrollen lassen? Also ich pick da sowas wie Swain. Das kann natürlich riskant sein. Ich meine, wir könnten dem einen theoretisch auch seinen Rengar wegbannen. Ja. Guter Punkt. Wenn er Rengar Toplane spielt. Aber ist Rengar so krass? Eigentlich nicht, aber ich meine, es ist halt 50 Games. Das ist halt höchste bei ihm. Ich glaube sogar mit Kench kann ich den besiegen. Ja, mit Kench besiegst du alles auf Top. Also. Aber wir können ja erstmal noch die Ding Mitte Fizz. Komm mal Fizz erstmal raus. Ja. Fizz. Weil Fizz kann schon nervig sein. Ja. Und vielleicht waren wir doch noch Swain als. Weil Swain ist schon stark. Ja, ich würde Swain stärker als Lux bezeichnen.
Gegen Swain, gegen Lux kann ich noch Sachen auf der Lane machen, gegen Swain nicht. Also ich aus irgendeinem Grund zwar kein Swain gegen Swain gespielt, immer. Aber Swain kann man trotzdem. Oder der hat Swain Games. Achso, oh, wow. Er hat zwar 6 Games gespielt und 33% Winrate. Aber es ist ja egal eigentlich. Das kann ja auch nur ein Smurf sein, das weiß ja nicht. Ja. Auf dem Smurf könnte er Swain gespielt haben. Dann Swain. Oh, die haben den gesamten Champion Pool. Er wird jetzt wohl wahrscheinlich Lux picken. Und dann kannst du Vladimir picken. Oder Ori. Ja. Ding ist, komme ich an Lux ran? Ich denke schon, wenn ich spiele. Ja, naja, du kannst ihre Ulti dodgen. Das stimmt auch schon wieder. Was soll ich picken? Lass uns halt. Okay, dann. Ja. Boah, Vladimir mit Lane haben wir beschlossen. Okay. Ja, doch, du könntest mir Ornn pingen. Du kannst ja jetzt schon mal Vladimir pingen und dann können wir uns weiter über die Toplane unterhalten, wenn wir uns bei Vladimir sicher sind. Okay. Was steht zur Auswahl? Ornn? Ornn, Tami und Poppy. Okay, was haben wir denn für ein Team? Haben die harten Gage? Nein, das heißt, Poppy wird schon mal rausgehen, würde ich mal sagen, so spontan. Ja. Deswegen haben wir nämlich auch mit Braum. Na, harten Gage in der Weise, wenn Kane durch die Wand joggt und dann eine W kommt. Ja, also Poppy wäre halt geil gegen Kane, weil er den einfach komplett outplayt. Mit Tam hätten wir die Möglichkeit, die Doppelpick von Morgana Lux zu denyen. Also Tam? Ja. Okay. Dann habe ich sogar meinen Lieblingstoplaner. What the fuck? Disgusting. Wir haben ein Beefy-Team, das ist schon mal nicht schlecht. Bin zufrieden mit unserem Draft. Tam kenn ich Toplane. Ach. Kennt mich eigentlich. Die Gegner sind schon gar nicht tanky bisher. Ja. Ich überlege gerade, was ich auf. Oh ja, natürlich, Anziehungskraft ist auf Tami OP. Anziehungskraft? Boots. Das ist dieses Ding, wodurch du auf Leute sprinten kannst, wenn die gestunt sind. Hast du auch gleich mit Augment oder spielst du mit etwas anderem? Ich spiele mit Grasp. Grasp ist ziemlich stark auf der Toplane, auf Tami. Tami. Tami ist cool. Bloß ich liebe den Meisterkoch Tam Kenskin. Ich hab schon den Urf Kench. Ich hab beide, aber ich finde Urf nicht so geil okay, wie Koch. Okay Leute, alle getradet, Runen. Ja, also, alles. Habt ihr alles? Okay gut Leute, um welche Lanes können wir herumspielen? Ich pick sogar extra den Koma Ward Skin. Botline hat recht, immer so Geld und aus. Wir müssen auf den Wurm von Shendern aufpassen. Also Botline ist glaube ich nicht so geil. Ja, wahrscheinlich. Halt, die haben halt Early Black Shield. Die haben Early Black Shield. Das Ding, wir könnten versuchen, um Toplane herumzuspielen, weil es halt ein fucking TK ist. Ja. Und, theoretisch würde halt auch Midlane gehen, wenn ihr da rankommt. Ist halt die Frage, ob du in Lux so groß rankommst. Ja, mit Pillar. Die kann sich nicht mehr bewegen. Könnten wir auch machen. Okay, das heißt, wir versuchen, um Mid und Top herumzuspielen. Ja, wenn Botlane komplett rein pusht, dann kann man auch mal Botlane versuchen. Ja, aber es geht jetzt für mich persönlich um den ersten Clear von Sebi. Ja. Wie wir die Early Waves spielen. Danach ist es ja ein bisschen fluider, was man macht. Kane hat Conqueror. Interessant. Ja. Hab ich mal ausprobiert, das ist nicht so geil. Weil du im Jungle du brauchst halt erst die 4 Sekunden im Fight. Ja, je nachdem wie du Ganges kannst gehen. Wir müssen nur aufpassen, Bot, dass wir keinen Ignite haben. Ich hab keinen Ignite? Ja. Nee, ich hab auf Exhaust gemacht. This is my boomstick. So, soll ich Dorans oder Trank machen? Ich glaube gegen Shen Dorans, der wird nicht poken wollen. Womit? Seiner Q, Auto-Attack. Point Defense, einer muss Mitte stehen. Ja, ich stehe hier. Ich gehe hier hin. Und dann gehe ich Mitte. Oder? Ja, dann zeigst du dich nicht. Passt auf, die haben halt Morgana Binding. Ah. Ja. Deswegen hinten kann man noch nicht im Busch. Die kommen, die kommen. Okay, die invaden Red Side.
Der Kane könnte hier anfangen, wir können schauen, ob wir da Vision auf den bekommen. Jupp, ich kann meinen Ward opfern. Einer sollte mal Midlane stehen. Ja. Wenn die, nicht, dass sie jetzt irgendwie doch zu viert hier rüberlaufen. Mach dir doch einen normalen Blue Start. Okay, hier unten ist keiner. Soll ich einen Ward droppen? Ja, wäre gut. Ich hätte ihn vielleicht hinten Busch gestellt. Wir müssen auf die Morgana Q aufpassen, also beim Red Buff, dass sie nicht steht. Ja, vor dem Busch ziehen. Ja. Er könnte halt auch den Busch gebaut haben, haben wir ja nicht gesehen. Ja, müsste die halt von da oben noch einrennen. Lux ist am Hardshoppen. Shen ist noch nicht da, jetzt ist Shen da. Aber der ist, glaube ich, nicht gedings. Ah, Bot hat geleasht. Und Jin hat Q angefangen, wahrscheinlich. Das war unlucky. Lux pusht hart rein die ersten Waves. Ich kann die Wave freezen. Nice. Lux hat den Hardshot verkackt. Kane ist bei seinem Red Buff, ne? Ja, ich Ward Drive vorher. Go rein. Ich hab jetzt eh auf Level 2, nicht B. Ich fress ihn. Ja. Ich hab noch nicht als zweites geskillt. Ja, ja. Je nachdem, was ich brauche. Nice, sehr schön, Leute. Sehr gut. Ich hol mir das Cannon. Ja. Ja, push mal bitte mit mir ein. Danke. Oder kannst du ja noch weiter einpushen? Da ist Kane, hier ist Kane. Sehr gut. Okay, ich schaff die Mitte rein. Black steht raus. Mit Melee. Ja, jetzt geh ich alles durch. Ich hab Pressure auf der Lux. Ich lauf dann auf die Lane. Wollen wir gerade Ward gehen, oder? Ja, komm machen. Kane geht jetzt zu seinen Crux. Ich mach mal hier. Ja. Im Busch bringt nichts, er läuft einfach durch die Wand. So. Die Wölfe sind noch ab. Ich versuch da zu warden. Okay. Kane wird mit Botzeit laufen, oder Sebi? Was meinst du? Ja, der war Crux eben, also der kommt jetzt nach Bot wahrscheinlich. Ja, wir lassen uns einfach reinpushen. Okay. Kane ist mit Zeit. Der ist in der Top-Zeit, der ist immer Top-Zeit. Das ist er verliebt. Er hat einen Full Clear gemacht, er hat was bei sich. Ah, ne, er hat Top-Lane. Er hat Crux gemacht und er hat Red am Anfang gemacht und Vögel. Der kommt Mitte wahrscheinlich. Ja, aber. Lux hat Half-Life. Was? Und pusht die Wave rein. Okay, ich guck mal, ob ich was machen kann. Könnten die ja dem 2v2 klatschen. Ja, der Kane ist da auch oben. Kane oben. Aber gut, die ist halt zu nah am Tower. Ich geh erstmal Bot. Ja. Der Kane ist immer noch Topside, deswegen ist ganz gut. Könnten einen Ward haben. Ja, ich gehe einfach schnell rein. Ja. Morgana ist. Ah. Warte aufs Blackshield, warte aufs Blackshield. Flash raus. Hat geflasht. Ist okay, ist okay. Er ist immer noch Top Riverside. Ja, wir können uns so freezen. Ich glaube, wir hätten beide Flashes burnen können, hättest du den Pillar auf den Jin gesetzt. Nachdem ja, das Blackshield war. Ja, der war zu weit hinten, aber er war schon richtig. Ich weiß nicht, ich glaube, der ist Top-Lane. Der Shen ist nämlich ein bisschen aggressiver als sonst. Ja, okay, der ist erst hier. Ja gut, dann lass schaffen. Und Base gehen. Ich komm weg.
Ich hab Teleport, also ich porte gleich wieder auf die Lane. Ah ja, die Morgane wird abbrechen. Der Kane hat meine Wölfe gemaked. Jux, euch ist draußen für die Wave. Bot ist Miss, geht aber höchstwahrscheinlich Base, trotzdem aufpassen. Mhm. Ich schaff die Wave rein, dann gehe ich back, bitte. Shen ist back, aber der ist noch nicht Level 6. Geh mal deep warden. Ja. Blue Buff ist ab. Okay, ich mach mal einen Scuttler, dann können wir vielleicht ein bisschen. Ah, der ist da. Kane ist am Blue. Der ist am Blue. Das ist auch die. Morgana ist hier. Die haben hier ein Wort. Ja, lass es. Wieder worden. Hier ist Warps. Okay, Lux ist wieder Mitte, ohne Blue. Morgana ist da oben. Ja. Wenn die auf mich gehen, komme ich raus. Er hat wahrscheinlich Kane im Schlepptau. Vermute ich mal. Ja. Muss aufpassen. Oh, scheiße. Ich will mal den Tempo platzieren. Achso, okay, gut. Platziert dann da rein. Nicht pushen. Können wir den Top ficken? Lass probieren. Ja, können wir machen. Kane, Mitte. Jawohl. Job. Sure. Morgana fehlt. Ja, pass auf den Wurm auf. Ich sag mir's kein. Komm, pushen wir rein. Wollen wir den Tower ein bisschen pushen sogar? Ja, können wir ein bisschen angreifen. Lux sind 6 Spotline. Okay, da ist der Kane. Hab auch meine Wards. Lux fehlt Mitte. Oh, ich bin ziemlich tanky. Ja, ich muss rennen, wenn die Lux kommt. Die kommt hoch. Ping. Lux ist da. Schön. Perfekt. Oh, sehr schön. Ja, gut Job, Alter. Fressen bereit. Oh, ich komm. Aber ich hab Dings. Ich hab mein Schild. Oh, lol. Was? Oh, lol. Shen, Ulti. Kannst ja, ich bin tot. Ich bin tot. Oh. Oh, nein, dieses Kopf mit dir ist tot mehr. Gewesen. Nein. Ich hab Flash. Ich hab Pool gemacht. Ich hab Pool gefettfingert. Deshalb bin ich tot. Oh, ich hab Pool gefettfingert. Ich bin so sad. Ja, weil das mir nicht davor gesagt ist, tot gewesen. Schade. Ich denke, die gehen Base, oder? Schau mal, ob wir die. Okay, doch nicht. Ich benutze meine Ult dann für Top-Lane. Teleport sind wir 50 Sekunden. Ich halte mir jetzt Teleport immer auf für Bot. Ich werde sie mal auf Cleanse setzt. Shen Ulti ist draußen zu nehmen, Ball. Shit. Okay. Kannst du den? Ja, danke. Weiß einer, was sie für eine Cooldown hat ungefähr? 120 oder sowas. Ja. Gut. Sagen wir mal bis so 12 Minuten. 12:30 Shen, keine Shen Ulti. Ich komm Bot, Leute, ich komm Bot. Ja.
Die haben definitiv gewartet. Ja, ich hab Healer ready. Die sind zu weit. Ich werde jetzt eine ziemlich große Pressure auf Top-Lane aufbauen. Wegen Sunfire. Da kommt TP. TP ist nur Shen. Das ist Shen, glaube ich. Ja, Lux roamt auch gerade rüber. Slasher. Lux Bot kommt. Lux ist im River. Ah, lass einfach rausgehen, oder? Ich komm von hinten, die hat keinen Barrier. Die kriegt ihr beide, Leute. Ich komm von hinten. Oh, fuck. Ja, ich kann nicht mehr zur Seite raus. Egal, ich hab Top-Lane. Ah, ich hab Wolf, komm nicht ran. Leute, Wolf. Warst du, oder? Nee. Schade. Was haben wir getradet? 3 zu 1, ne? Oh, und wir haben Shen-TP bekommen. 2-2. Kriegt der irgendwie noch einen Tower gerade? Weil wir fehlen dort 100 Gold für, Ich könnte vielleicht einen Power bekommen. Na, ja, ich port back. Ich glaube nicht, dass wir einen Bot. Egal, hol ich mir einfach nur Schuhe dazu. Und zwei Pinks, auch gut. Ja, ich hätte das Binding noch flashen müssen. Hätte ich gelassen. Gut, Leute, gut. Wir haben Top-Lane Pressure, wir haben Bot-Lane Pressure. Und ich bin 10 CS vorne, vor Lux. Na, ich bin halt 10 hinten, aber. Passt auf, Shen-Ult könnte jetzt wieder ab sein, ne? Ja. Da müssen wir jetzt drauf aufpassen. Ah, wenn er aber irgendwo hin ultet, dann kriegen wir den Top-Lane Tower safe, der hat keinen TP. Gut. Lass ich mal Mitte reinpushen. Kane wird demnächst wahrscheinlich Topside helfen, wenn er farmen will. Vergesst die Pink Wards nicht, wenn ihr sie kaufen könnt. Ja. Ja. Meiner steht schon, Leute, meiner steht bei ihm. Ich glaube, der Morgana Shen wird nicht porten können. Ah, Morgana könnte echt roamen. Okay. Ich geb mal kurz einen Ward am Drag droppen. Ja. Ja, sind dann, oder? Der Drag war eben gerade oben, keine Ahnung. Ich setz mal mit. Mann, die Drake, ich komm. Ja. Ja, die sind dran. Shen ist back, also der kann TP'en. Ja, ich meine, der kann ulten. Der ist extra weggelaufen. Eher verhalten. Ich hab keine Ulti. Alles einfach machen. Achtung. Drake ist relativ low. Oh, Kane. Okay. Wendet den Drake und dann gehen wir raus. Sehr schön. Kommen wir alle raus? Ich komm raus, ja. Oh, nee, da flash ich nicht für. Sehr schön. Ich guck auf die Lux, na, weiß nicht. Kane auch noch da. Ah. Ich kann es nicht klären. Mann. Hier mal das Wort. Ich guck, ob ich hier den Kane noch sehe. Der Kane ist auf jeden Fall Botside. Da ist kein Wort drin, ne? Ich komm hinten rum, ja. Ah, die ist weit weg. Ja, da ist er. Schön, es zu low und zu ulten. Sehr schön. Ah, ich bin tot. Die sind alle Bot, ich geh Herald machen. Versuch den Top Tower zu bekommen. Ja. Ja, das war okay. Wir hätten da nicht so overstayen sollen, Leute. LOL. Der Kane entet. How? Der ist halt, wollte halt mich catchen, aber ich. Ja, ich das genau ist den gleichen Plan, wenn er einfach nach hinten geht. Muss die Bot kommen oder kannst du die Wave halten? Nee, ich soll halten können. Okay, gut. Ist niemand da, der es contesten könnte? Oh shit. Soll ich Top holen? Ja. Was? Also ich hab das Doppelte an Farm. Von dem Shen. Und wir haben noch Harold bekommen, das ist voll gut. Ich kann dann Botlane gleich teleporten. Okay. Die haben hier auf jeden Fall eine Trap drin. Wenn du da rein tippst, musst du halt schauen, dass du da rauskommst. Okay, nee, jetzt geht's nicht mehr. Okay, ich kann aber walken und mit meiner Ulti hinter die porten. Ja. Soll ich auf TP wechseln? Da musst du nicht. Im Ding. Nee, ich glaube, du brauchst nicht auf TP zu wechseln. Okay. Oder die Lux könnten wir uns, glaube ich, holen. Lux hat keinen Barrier. Also ich kann hier von hier aus über die Mitte auf alles. Ja. Theoretisch könnten wir die diven, wenn wir wissen, wo Kane ist.
Die Top Wave bounced wieder zurück. Wollen wir die? Ja, hier ja, ist Lux, ja. Lux. Kannst du sie tot. Shen Ulti kommt. Da kommt Shen. Und kommt doch nicht. Nice. Herald Mitte? Ich hol mir den. Komm, den Jin. Na, ich glaube, einfach nicht. Da kommt TP, da kommt TP. Ich renn mal runter. Ich push Mitte einfach durch. Ach. Vielleicht kann ich da noch. Ich kann dich da helfen. Rein da. Fuck. Okay. Perfekt. Ah, oh, schade. Er ist zu schnell. Egal, wir haben Zeit. Wir holen den Bot Tower. Sebi holt den Mid Tower dafür. Und der geht noch in den dritten rein sogar. Nice. Ich port schon mal back. Ja, ich hol noch eine Wave. Ich glaube. Jemand muss den Top port auf Top. Okay, gut. Sehr schön. Back in 2,5 Minuten wieder. Gut, gut. Vergiss die Pink-Cords. Immer noch da fast auf, die Luxor. So, blind. Wenden wir einmal nicht im Early Game, ja, und dann spielen wir so clean. Ja. Das ist halt wirklich so, ne? Haben wir mal einen vernünftigen Draft, ne? Hinten im sag mir, eventuell geht die Morgana hier gleich Warden. Vielleicht kannst du die catchen. Die hat das schon dreimal gemacht bis jetzt. Mal schauen. Kannst du mir den Red Buff nehmen oder brauchst du den? Okay, Gen Trap. Ja, und also. Ich hab Sums ready. In 2 Minuten ist Drake up und 2,5 Minuten Baron. Kane ist hier, top. Okay, kommst du raus? Ja. Top, wenn ich rechtzeitig da bin. Ich hab gleich mein Schild noch. Fuck, sorry, ich hab nicht aufgepasst. Ich geb bin auch auf dem Weg. Oh, Morgana. Die Inter. Ich fress den. Perfekt. Hab den? Oh, sehr schön. Ich renn top. Top Tower geht, glaube ich. Ja, wir haben Top Tower. Hannes, pass auf, ne? Nehmen wir das bei dir. Eventuell können wir hier die Leute, die Warm catchen hier. Wenn die zu mir kommen, ja, kriegt ihr locker 2 Tower. Die ist halt schon am Tower fast. Hast du Pillar? Ich bin gleich da. Oh, nice. 5 Sekunden Ulti. Lux, kein Flash. Sehr schön. Clear die Wave, clear die Wave. Jin. Leute, Jin intet. Ah, der hat halt versucht. Der hat halt versucht, meine Q zu dodgen und ist die ganze Zeit weggerannt. Nice. Ich geh mal back. Okay, wir müssen nichts forcieren, wir sind low. Oh, auf keinen abpassen? Ja, einfach raus. Drain gleich ab. Alter, fuck, wir machen zu viele Objectives. Ja, einfach resetten. Das erinnert mich an das Game Wildcard, nur halt reserved. Reversed. Ja, ist wirklich so. Okay. Direkt Drake holen dann. Ja. Ult ist ab, also ich kann über die halben Map mittlerweile teleportieren. Ja, die wissen, dass es ein Pink Ort ist. Lol, der Kane ist gerade über die Wall. Alter, herzlich willkommen. Nice. Zunächst gehe ich auf Warmox und dann gehe ich, glaube ich, ein paar Support-Items. Hier unten ist noch einer. Oh, schade. Ja. Sehr schön. Wir könnten theoretisch jetzt gleich die Sideways preppen und wir Baron gehen. Ja, oder? Botline einmal auspushen. Wenn, ja, reicht, ich hätte jetzt einfach slow gepusht. Auspushen, bounce es halt zurück. Oder so, ja. Ah, meine Maus ist endlich von der vom Ladekabel. Jetzt können wir richtig loslegen. Einer kann Toplane. Einer muss Toplane annehmen. Yep, ich geh top. Ich hab meine Ult, ich kann über die ganze Map bohren. Kauf beim nächsten Back mal Pink Wards. Jo. Ich hab doch schon 4-5 gekauft. Ja, egal. Weiter. Ich kauf noch mehr. Ich hab locker schon 10 gekauft. Ich sehe beim Baron nämlich keine Pink Wards. Ja, ich oh, wow. Noch unsere Tränkpanschule ist halt schon insane, will ich auch mal kurz hervorheben. Zack. Holy shit. Sehr schön. Nice. Shen ist Botlane irgendwo?
Morgana. Oh, WW, Morgana. Ja. Die ist die ganze Zeit am Solo. Ah, ich konnte nicht rüberspringen, du warst ein bisschen zu weit weg. Okay, komm, raus. Ja, lass rausgehen, Morgana down? Okay. Ja, jetzt kommt in Inepon. Easy. Oh shit. Lux lebt noch. Danke. Nice. Kane. Hab gleich E. Mach den Tower, wir sollen die Backline. Oh shit, okay. Ach, lol. Ich kann einfach auf TP raus. Wechseln. Ich kann auf TP wechseln gleich. Wie viel Leben haben wir? Ja. Ich hab nichts. Okay, Baron ist zu risky. Aber ja. Red Buff können wir uns nehmen. Fände ich zumindest gut. Sollen die auch jetzt in den Wards gehen, dass die hier blind sind. Komplett und fast checken müssen. Ja. Oh, die followen ab, Leute. Ich bin low. Ah, ich bin auch. Ich würde auch lieber rausgehen. Lass weggehen. Wir haben Deep Wards, ich kann notfalls auf TP wechseln, wenn wir irgendwas machen. Wir müssen schauen, dass die jetzt nicht Baron rushen, wenn wir Base gehen. Ich bleib hier. Einer sollte hier bleiben. Ja, ich hab Teleport. Auf, ich bleib hier. Ich bin auch in der Nähe. Ah, okay, gut. Die machen die nicht. Kann ich nochmal wechseln? Ja. Denke ich auch weg. Ich wechsle dann mal auf Ghost. Ich hab hier einen Pinkwort gesetzt. Ich will noch 80. Ja, ich mach den Red Buff gebased und dann hab ich noch einen Eifer. Dennis, kannst du dann Botlane gehen und die Wave matchen? Yep. Du hast eine TP. Ja, wir können eventuell, keine Ahnung. Toplane pusht für uns rein. Wir pushen jetzt Mitte aus. Dennis geht Botlane und er hat nämlich Side Prior vor Shen. Und dann forcen wir praktisch. Ich hab beides ab. Teleport ja. Und Ult. Und dann forcen wir praktisch, dass irgendeiner Dennis answert. Also Kane ist hier oben, immer noch. Versuch mal die Wards zu klären, covert mich mal. Wir können das jetzt ganz langsam runterspielen. Midlane push rein. Bot wäre der sogar auch. Okay, das ist nicht mein. Ich platziere einen Pink Ward außerhalb. Ich habe auch noch welche. Kane muss fast checken. Ja. Ja, sehr schön. Nein, no. ich hätte Ulti platzieren müssen, aber egal, sie ist low. Die haben immer noch keine. Dann lass nicht anfangen einfach. Ja. Die sind top. Wir haben keine Wards. Ja. Wir haben Wards auch eine Mega Wave. Ja. Das einzige, wovor ich die ganze Zeit Angst hatte, war, dass die Morgana da die ganze Zeit rüber wardet. Und ich kümmere mich mal hier ein bisschen um Mitte. Sehr schön. Morgana hat keinen Flash, nicht vergessen. Nein. Ich auch kann tanken. Pass auf Ulti auf, nice. Nice, lol. Einfach Botlane weiter. Ja. Ah, die Wave ist noch nicht da. Einfach raus. Oh Gott, ich bin gleich komm, da. Komm, ich zu mir. Ich hab Pool. Look. Oh, okay. What? Ah, ich hab meine Outtake gecancelt, fuck man. In dem Tower. Oh. Ich bodyblock die Ulti. Nice. Wir gehen back. Ja, ich bin tot, oder? Ah, verdammt, sorry, ich wollte gerade fressen. Ah, ich hab mich nicht von beiden treffen lassen sollen. Das war dumm von mir. Okay. Passt. Seid ihr alle raus? Nice. Jo. Wir können einen Blue Buff mitnehmen. Jo. Pass ab. Nice. Ich würde eigentlich den kompletten Jungle noch mitnehmen. Sollten wir auch. Ich hab meinen Warmox. Obwohl, wenn auf Command wäre vielleicht. Ich kann Drake noch holen und dann finishen.
Ja, ja, das ist ein Plan. So. Ja, nice. Oh, noch ein QSS dazu. Sehr schön, Leute, sehr schön. Unser Blue ist ab, ich hol mir mal unseren Blue. Ich würde auch gerade mal zu deren Red Buff laufen, glaube ich. Und Top-Lane in von denen ist auch gleich da. Ja. Können wir auch das ja. Dann ist das das Play. Topside gehen. Ja. Ja, 20 Sekunden noch auf den Red Buff. Oh, ups. Egal. Will da jemand seine Vision Score boosten? Safe. Ich meine, 30er Vision Score auf IDC ist nicht so schlecht. Ja. Ja, ich glaube, ich brauche den Red Buff nicht für Finish einfach. Oh. Aber wir müssen ja noch nicht mehr fighten. Wenn schon, ich kann die einfach. Okay, die Backline ist weg. Morgana. Oh nein! Ah! GG. Sehr schön, Leute. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Wir haben so ziemlich alle Punkte gut behandelt. Also alle Punkte erfüllt, die wir hätten erfüllen sollen.